Ja, servus und willkommen im heutigen Video Beschrauber und Kulturbanausen. Heute habe ich für euch, ja, ich sag mal, die Fortsetzung eines älteren Themas. Und ich hoffe, es wird euch gefallen. Und zwar habe ich euch damals schon verschiedene Werkzeuge von Hyundai Power Products vorgestellt, vor allem auch das Akkusystem. Aber ich hatte euch versprochen, euch Infos zu geben, wenn das Akkusystem vergrößert wird, beziehungsweise wenn es mehr Akkugeräte davon geben wird. Und das ist jetzt der Fall. Es gibt seit, ja, ich würde mal sagen, Ende letzten Jahres gibt es verschiedene neue Akkuwerkzeuge, 18 Volt im Sortiment der Hyundai Power Products Firma. Und die wollte ich euch mal so ein bisschen vorstellen. Ja, wie ihr aus der Vergangenheit schon kennt, ich habe hier so einen schönen stinknormalen Akkuschrauber von Hyundai Power Products. Ich habe einen Schlagbohrschrauber von Hyundai Power Products. Ich habe hier einen normalen Akkuschlagschrauber mit Vierkantantrieb für zum Beispiel Räder zu lösen. Dann hatte ich die kleine, aber feine Hyundai Stichsäge und die Hyundai Akkuflex. So, und jetzt habe ich tatsächlich noch zwei weitere Geräte dazu besorgt. Es gibt sogar noch mehr, aber ich hatte aktuell nur die Kohle über für die beiden Geräte. Und zwar habe ich uns einmal das Hyundai Multitool besorgt. Quasi so ein Multifunktionsgerät, wo man einen Schleifer, eine Vibrationssäge, Blatt oder ähnliches drauf machen kann, um halt eben verschiedenste Sachen zu schleifen, zu trennen, etc. Und an zweiter Stelle eine Handkreissäge. Akkubetrieben, ebenfalls von Hyundai Power Products. Weitere neue Produkte, die aktuell erhältlich sind, sind zum Beispiel eine Reciprosäge, die werde ich zukünftig auch noch irgendwann besorgen, und ein ja, so ein kleiner Schleifer, wie ich ihn von Makita auch habe, so ein kleiner Akkuschleifer, so ein Exzenterschleifer, den man quasi so schön mit der Hand bewegen kann, klein, kompakt, genau. Die Tools gibt es jetzt neuerdings im Sortiment. Genau, und ich wollte euch dazu dann eben mal so ein paar Infos zukommen lassen, beziehungsweise mit euch die beiden Geräte mal ausprobieren. Ja, wie ihr sehen könnt, heute geht es um die Hyundai Power Products Handkreissäge, und zwar die CCS 1801 Li. Das ist quasi die Akku-Handkreissäge von Hyundai Power Products, die zum 18-Volt-System gehört. Und wir checken gleich mal aus, was das Ding so kann. Ich persönlich finde das Teil schon mal so auf den ersten Blick sehr schick. Und ich werde definitiv auch mit dem hier einen Vergleichstest gegen meine Bosch Professional Handkreissäge machen. Ich gehe nicht davon aus, dass die meine Bosch Handkreissäge schlagen kann, aber ich gehe einfach davon aus, dass dieses Gerät sich nicht so schlecht schlägt, wie man denken sollte. Und ich denke auch, wir werden gleich sehen, dass es sich durchaus lohnt, im Preis-Leistungssegment das ein oder andere Werkzeug zu besorgen. Ja. Ich finde das Ganze hier sehr, sehr schick und sehr durchdacht konstruiert. Wir haben hier quasi eine Standard-Handkreissäge. Das Schöne ist, wir können zum einen hier über verschiedene Stellmechanismen die Handkreissäge einstellen. Wir können zum einen den Winkel einstellen, um auch schräge Schnitte oder Gehrungsschnitte machen zu können. Wir können tatsächlich hier hinten haben wir den Hebel quasi für das Schutzschild, das sich natürlich federbelastet von selber bewegen kann. Dann haben wir hier an der Seite den Stellmechanismus, um die Schnitttiefe festzulegen. Das heißt, wir können hier auch schön die Schnitttiefe variieren und einstellen. Und insofern ist das Ganze ziemlich fancy. Dazu haben wir hier noch einen schönen Anschlag, den wir verstellen können. Und was jetzt diese Handkreissäge hat, was meine Bosch nicht hat,
Wir haben hier einen Laser drin. Schauen wir mal, wie der Laser aussieht. Ah, schaut mal her. Wie ihr hier sehen könnt, ich hoffe, ihr könnt es sehen. Hier leuchtet jetzt ein kleiner, feiner Laser. Vielleicht seht ihr aber auch... Ja, ihr seht den Laser, wenn ich das Ding hochhalte so ein bisschen. Ja, ihr könnt es halt kurz sehen. Es ist auf jeden Fall ein kleiner Laser hier verbaut. Und der zeigt hier auch exakt auf die Nullposition. Also quasi zeigt mir genau an, wo mein Schnitt verläuft. Das ist ehrlich gesagt ziemlich cool. Hat meine Bosch nicht. Bisher habe ich es nicht vermisst. Aber vielleicht werde ich es zukünftig vermissen. Wir werden es gleich sehen. Ja, ansonsten typisch hier in der Power Products. Wir haben hier so ein blaues Kunststoffgehäuse. Die ganzen Griffflächen und Stoßkanten und so weiter sind mit diesem schwarzen, gummierten, leicht Hartgummi-ähnlichen Kunststoff überzogen, sodass es zum einen griffig und gut in der Hand liegt und zum anderen eben aber auch Schläge und Stöße abhält. Und das finde ich fancy. Was wir noch haben, und das gefällt mir auch ganz gut, wir haben hier an der Seite diesen Imbus verbaut hier in so einer Halterung. Und diesen Imbus brauche ich, um das Sägeblatt zu tauschen. Nichts Besonderes, aber ich finde es schön, dass man hier extra gedacht hat, eine Halterung dafür anzubringen, damit man nicht ständig den passenden Imbus suchen muss. Ja, ansonsten noch die Information. Wir haben hier ein 165er Sägeblatt mal 20 mm. Das heißt, das ist eine absolute Standardgröße, mit der man quasi x-beliebige Sägeblätter im Internet kaufen kann. Selbst von Bosch gibt es dafür Sägeblätter. Es gibt aber auch von günstigeren Firmen Sägeblätter. Es gibt querbeet von Dutzenden Herstellern Sägeblätter, die man hier einfach einspannen kann. Das heißt, auch hier hat Hyundai richtig verfahren, kein eigenes System irgendwie, keinen eigenen Schnellverschluss oder Special irgendwas entworfen, sondern hat sich quasi einfach der Masse angepasst und gesagt, gut, wir nehmen ein Sägeblatt, sodass wir quasi universell einsetzbar sind und dass man quasi einfach geschmeidig jederzeit wechseln kann. Auch das gefällt mir sehr gut und ich würde sagen, wir starten direkt mal in die Testphase. Ja, ihr habt es gesehen,
das Gerät tut, was es soll. Und ich persönlich finde das ein oder andere Feature ziemlich gut. Allem voran finde ich diesen Laser ziemlich cool. Ich hätte es nicht geglaubt, aber der Laser, der hilft echt nochmal ordentlich dabei, einen sauberen Schnitt zu führen. Unabhängig davon haben wir natürlich auch den Anschlag hier, aber wenn ich mal keinen Anschlag habe, sondern wirklich so eine Linie entlang fahren muss, weil mein Brett viel breiter ist oder ähnliches und ich den Anschlag nicht nutzen kann, habe ich zumindest nochmal eine schöne Orientierung, die doch durchaus sehr, sehr hilfreich ist, finde ich persönlich. Ja, ansonsten hat sich der Anschlag gut bewährt. Generell, die Säge hat gut funktioniert. Man kann sie gut führen, sie liegt gut in der Hand. Ich persönlich finde auch sehr schön, dass man die Säge so einfach mit den kleinen Handgriffen hier, mit diesen Stellschrauben hier direkt verstellen kann und alles daran super easy auf seine Bedürfnisse anpassen kann. Und im Großen und Ganzen bin ich sehr zufrieden. Ich persönlich hätte wirklich nicht gedacht, dass mir der Laser bisher gefehlt hat. Ich wusste gar nicht, dass hier ein Laser drin ist, als ich es gekauft habe. Ich habe es jetzt gerade eben halt bei der Vorstellung für euch erst selber richtig wahrgenommen. Und ich muss sagen, nice to have würde ich nicht unbedingt missen wollen. Klar, meine Bosch-Ankreissäge hat sowas nicht. Da habe ich bisher auch nicht gebraucht. Aber ich denke, wie mit dem einen oder anderen Gimmick üblich, wenn man es einmal hat, ich finde es nicht schlecht. Ich werde auf jeden Fall zukünftig, wie eben schon versprochen, einen Vergleichstest machen gegen die Bosch. Ich glaube nicht, dass sie in Sachen Power und Präzision die Bosch schlagen kann. Aber ich denke, dass es keine schlechte Alternative ist, dass man hiermit wirklich ein gutes Gerät hat. Ich finde auch, die Präzision beim Schneiden, beim Sägen, ist bei der Säge ziemlich gut. Ich habe keine große Abweichung festgestellt. Und dadurch, dass wir auch Gärungsschnitte vornehmen können oder Schrägschnitte vornehmen können, bin ich da wirklich, wirklich voll und ganz zufrieden mit. Das heißt, auch hier gilt wieder, ich persönlich finde es ziemlich cool, dass man für den niedrigen Preis ohne Akku 89 Euro, meine ich, hätte ich bezahlt. Also auch wieder hier, genau wie bei dem Multitool zuletzt, irgendwas zwischen 75 und 90 Euro, je nachdem, wo man es kauft. Und das quasi ohne Akku ist schon echt cool. Ist ein echt cooler Preis und preis-leistungstechnisch für mich sehr überzeugend. Da ich zukünftig ein komplettes Haus zu renovieren habe, weil ich, wie schon angekündigt, vermutlich sehr bald in die Umbau-Renovierungsphase umgehe oder umwechsel und dann bald umziehen werde, wird eine ganze Menge Arbeit auf mich zukommen. Ich werde vermutlich Holzdecken abreißen und vielleicht neue wieder dran machen. Ich werde Schränke für die Werkstatt bauen, ich werde Laminat verlegen, ich werde tausende Arbeiten machen, die ich gerade nicht auf dem Schirm habe. Und bei all diesen Arbeiten werden mir definitiv die verschiedensten Werkzeuge zur Seite stehen und ich werde euch wirklich dann auch im Dauereinsatz der einzelnen Werkzeuge, werde ich euch berichten, wie sie sich schlagen. Ich werde definitiv versuchen, die hier mal zum Laminatsägen zu benutzen, oder die Stichsäge zum Laminatsägen zu benutzen. Oder auch, wenn ich die Holzdecken runternehme, die klein zu sägen, werde ich auch definitiv die hier benutzen. Einfach nur, damit wir einen Überblick haben und mal gucken können, wie sich das Ding so im wirklichen Einsatz schlägt. Ich bin gespannt. Bisher habe ich keine negativen Kritikpunkte tatsächlich. Wenn ich mir was aussuchen würde, dann ist es tatsächlich, ich glaube, dass dieser Anschlagswinkel hier, dadurch, dass der hier so eine Biegung hat, wenn ich die Säge irgendwie hinlege, sodass sie darauf aufsteht oder aufliegt, kann ich mir vorstellen, dass sich dieses Ding hier auf kurz oder lang verbiegt, denn das ist bei meiner Stichsäge auch so ein bisschen der Fall, noch nicht extrem, aber ein bisschen verbogen ist es. Und da mache ich mir halt dann die Gedanken, dass es nicht mehr so hundertprozentig gerade ist und das könnte auf Dauer zu einem Problemchen führen. Das ist die einzige negative Kritik, die ich jetzt quasi habe. Ansonsten bin ich wirklich sehr angetan von der Säge und ich bin gespannt, wie sie sich im längeren Einsatz schlagen wird. Ja, von mir gibt es einen Daumen hoch, abgesehen, wie gesagt, von diesem, diesem doch nicht ganz so feinen Anschlagswinkel hier. Aber ich denke,
der ist verschmerzbar, zumal ich mir gut vorstellen kann, dass man hier auch einfach einen anderen einsetzen kann. Ich würde mal ausprobieren, ob der von meiner Bosch passt, wenn wir das Vergleichsvideo starten. Vielleicht kann man ja dann damit einfach nachbessern. Ja, das war's von mir. Wie gesagt, ich bin zufrieden mit der Säge. Preis-Leistung, absolute Granate und auch mehr als ausreichend für den Heimanwender bzw. denjenigen, der hobbymäßig ein bisschen Holzbearbeitung macht oder eben wie ich ein Haus renoviert. Ich denke, damit sei alles gesagt. Eure Ideen, eure Meinungen, eure Kommentare wie immer unten drunter und ich denke und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Schaltet also wieder ein. Bis dann. Hey Leute, hier oben könnt ihr meinen Channel abonnieren oder unten über das kleine Logo und hier mittig könnt ihr meinen letzten Upload sehen bzw. meinen neuesten Upload und könnt euch noch weitere Videos von mir anschauen.